Science apart. Nobody said it was easy. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's um The Scientist, ein ganz toller Song der Band Coldplay. Die Akkorde sind an und für sich sehr einfach. Schwierig ist die rechte Hand, mal wieder das Zupfen. In der linken Hand brauchen wir nur ein paar ausgewählte Akkorde. Das ist Bmol 7, ein bisschen schwieriger Barré-Akkord, G, D, D-Sus 2, A-Dur und einmal ganz kurz A7. Wir gucken einmal im Schnelldurchgang nach den Akkorden. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die schon. Einmal der Schnelldurchgang. Bei Bmol handelt es sich um einen Barré-Akkord. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein verschobener A-Moll. Wenn wir uns A-Moll mal angucken, ist der Zeigefinger ja normalerweise der erste Finger. Lasst uns mal A-Moll greifen, sodass der Mittelfinger der erste Finger ist. Dann ist der Ringfinger da, wo der Mittelfinger gerade war und der kleine Finger da drunter. Schiebe ich dieses A-Moll einfach 1-2 Binde weiter nach rechts und kann jetzt mit dem Daumen nach unten kommen, gegenüber von der Geraden und den Zeigefinger lang machen. Ja? Ganz wichtig, dass der Daumen nicht hier oben ist, da kann ich den Zeigefinger nicht lang machen. Es ist wichtig, der Daumen ist gegenüber von der Geraden und parallel zu den Grundstäbchen. Das ist der Akkord B-Moll. Wichtig bei B-Moll ist, dass wir nur die ersten 5 Saiten anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5 Saiten. Und die sechste, die dickste Saite, wird nicht angeschlagen. Um aus diesem B-Moll jetzt ein B-Moll 7 zu machen, lösen wir einfach den kleinen Finger. Wenn wir uns nochmal an A-Moll erinnern und machen aus A-Moll A-Moll 7, muss ich auch einfach den Ringfinger wegnehmen. Diese Geschichte verschoben heißt dann also B-Moll 7. Der nächste Akkord, den wir brauchen, ist G. Da benutze ich gerne bei der Version das G mit Ring und kleinem Finger auf erster und zweiter Seite im dritten Bund. Das könnt ihr aber so machen, wie ihr wollt. Ich finde, der klingt da sehr schön. Danach kommt ein D-Dur, solltet ihr kennen. Wenn nicht, guckt ihr auf onlinegitarrenunterricht.com. Danach ein D-Sus 2, das ist so wie D, nur ohne den Mittelfinger. Habe ich den Mittelfinger gelöst. Hinterher brauche ich noch ein A-Dur, das sind alle drei Finger untereinander. Da man untereinander am Ende mit A schreibt, heißt dieser Akkord A. Und A7 ist genauso wie A mit dem kleinen Finger auf der ersten Seite im dritten Bund. Bei dem Akkord D ist noch zu erwähnen, dass 6. und 5. Seite nicht dazu gehören. Bei dem A gehört die 6. Seite nicht mit dazu. Und bei dem G darf man alle Seiten spielen. Aber wir wollen diese Nummer ja eigentlich lieber zupfen. Eigentlich ist das eine Pianonummer und man hat sehr breitflächige Sounds. Man hört erst sehr viel, dann nur tiefe Töne, dann nur hohe Töne, wieder tiefe Töne, wieder sehr viel. Und um das so ein bisschen auf der Gitarre nachzuvollziehen und genauso wiederzugeben, wie das Piano es macht, habe ich mir ein ganz spezielles Zupfmuster ausgedacht. Dafür greifen wir mal alle zusammen in der linken Hand G. Um jetzt mal nicht mit B-Moll anzufangen, sondern erstmal einen einfachen Akkord mit der linken Hand zu haben, sodass wir uns nur auf die rechte Hand konzentrieren. Zupfmuster ist übrigens, dass der Daumen immer den Grundton des Akkords anschlägt. Das ist immer der tiefst zu spielende Ton pro Akkord. Bei G also die 6. Seite. Ich spiele erst alle Finger auf einmal. Daumen, Zeige, Mittel und Ringfinger. Übrigens hat jeder Finger seine eigene Seite. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von onlinegitarrenunterricht.com, von den ersten Staffeln. Wenn nicht, guckt euch die erstmal an. Da erkläre ich nämlich diese ganzen Tricks. Alle Finger nehmen also die Standardposition ein. Wir zupfen alle erstmal gleichzeitig. Daumen, Zeige, Mittel und Ringfinger zupfen gleichzeitig alle Seiten an. Zumindest die, für die sie zuständig sind. Daumen die 6., Zeige die 3., Mittelfinger die 2. und Ringfinger die 1. Seite. Danach spielt der Daumen alleine. Also erst alle, dann der Daumen. Alle, dann der Daumen. Dann nur die Finger alleine. Das hängen wir hinten dran. Dann haben wir alle, Daumen, Finger. Und alle, Daumen, Finger. Und alle, Daumen, Finger. Und als letztes nochmal den Daumen hinten dran. Alle Daumen, Finger, Daumen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2.
habt schon beim Zählen gehört, es handelt sich um Achtel. Man zählt 1 und 2 und 3 und 4. Und das findet ihr auch genauso aufgeschrieben in den Noten auf onlinegitarrenunterricht.com unter dem Video. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch auf die richtige Akkordfolge beziehen. Es gibt in dem Stück eigentlich nur zwei Teile, Strophe und Refrain. Super, was will man mehr? Die Strophe besteht aus den Akkorden Bmol 7, G, D und Dsus 2. Da kommt eigentlich schon alles drin vor, was man für den Song braucht. Das heißt, wenn wir die Strophe können, können wir schon verlassen. Das ganze Stück. Einzige, was wir beim Zupfmuster beachten müssen, ist, dass wir das schön flüssig spielen und dass der Daumen immer den jeweiligen Grundton anschlägt. Das setzt voraus, dass man von jedem Akkord weiß, wo sich der Grundton auch befindet. Bei Bmol 7 ist es die fünfte Saite, bei G ist es die sechste und bei D und Dsus 2 ist es die vierte. So, jetzt versuchen wir das mal zusammen zu spielen. Wir fangen an mit Bmol 7. 1, 2, 3, 4. Alle Daumen, Finger, Daumen. Gleich nochmal. Daumen, Finger, der Wechsel zu G. Daumen, Finger, Daumen. Alle Daumen, Finger, dann kommt das D. Daumen, Finger, Daumen. Alle Daumen, Finger, Daumen, Dsus 2, Daumen, Finger, Daumen, von vorne, 2, 3, 4, Bmol 7. Der Wechsel zu G, Daumen, Finger, Daumen, alle Daumen, Finger, dann kommt das D. Dsus 2, Daumen, Finger, Daumen, alle Daumen, Finger, von vorne ein bisschen schneller. Das Ganze müsst ihr ein bisschen auf Geschwindigkeit bringen, auf 77 BPM ungefähr, könnt ihr euer Metronom einstellen oder benutzt die Guitar Pro Datei, die unter dem Video zu finden ist. Könnt ihr euch runterladen, mit Guitar Pro öffnen und mitspielen. Der Refrain ist im Gegensatz zur Strophe ein bisschen einfacher. Wir haben dann nämlich nicht dieses doofe Bmol 7, sondern am Anfang direkt zwei Takte G mit dem gleichen Zupfmuster. Zweiter Takt. Und danach geht es genauso weiter wie vorher, ein Takt D. Und ein Takt Dsus 2 mit euch zusammen. 3, 4 und G. Zweites Mal. Und der Wechsel zu D. Dsus 2. Von vorne und alle Daumen, Finger, Daumen, alle Daumen, Finger, Daumen. Zweiter Takt. Der Wechsel zu D, Daumen, Finger, Daumen, alle Daumen, Finger, Dsus 2. Das Ganze wird zwei Durchgänge gespielt, gefolgt von einem Takt A, wo der Grundton auf der fünften Seite, auf der A-Seite eben liegt. Ganz normal gezupft, wie vorher auch. Und im letzten Takt kommt ein A7, wo der kleine Finger nochmal aufgelegt wird. Der wird noch einmal angeschlagen, bleibt als ganze Note einen Takt liegen und dann geht's wieder von vorne los. Und diese zwei Teile, die wechseln sich einfach ab. Jetzt müsst ihr das Ganze noch in die richtige Reihenfolge bringen und fertig. Spielen wir das Ganze nochmal zusammen, ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger, so wie es in unserer PDF-Datei unter dem Video steht. Viermal die Strophe, zweimal die Refrain wiederholen, bevor wir dann zu A und A7 kommen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. G. Alle Daumen, Finger, Daumen. D. Dsus 2. Wiederholung.
drittes Mal. Tell me a secret, ask me your questions. You don't know how lovely. Letzter Durchgang. Bis bald, der Timo. Ciao.